Hallo, Inside Politics on the Grid. Diesmal mit Lukas Lerchner, NEOS Nummer 2 auf der Liste für die Landtagswahlen. Auch Initiator der Julis, wenn ich mich jetzt nicht irre, 2009 war das. Landesverband Steiermark gegründet, ja. Nicht Hauptinitiator. Aber du warst dabei, bist ÖH-Fan, hast im Parlament gearbeitet. Hast, würde man sagen, politisch nicht unbedingt eine geringe Erfahrung vorzuweisen. War das jetzt eine Frage? Das war durchaus eine Frage, also, ja. Ja, also Politik ist spätestens seit 2009, seit dem ÖH-Engagement, mein Leben. Es hat dann eine Zeit lang so ausgeschaut, es wird das enden, weil wir halt als junge Liberale keine Heimat hatten. Und dann ist halt Matthias Strolz und das noch nicht benannte Projekt NEOS aufgetaucht und sind da schon recht früh eingestiegen und ja, seitdem dabei und seitdem in der Steiermark aktiv und jetzt halt am Weg in den Landtag. Am Weg in den Landtag ist genau der Punkt. Wo siehst du die NEOS nach dem 31. Mai? Ja, im Landtag. Aber nachdem die Frage wahrscheinlich eher sein wird, wie stark, ich glaube, wir werden mit Clubstatus einziehen, also ich glaube, wir werden mit 2 Abgeordneten einziehen, Umfragen geben uns zwischen 4% und 6%. Ich glaube, wichtig ist, den Clubstatus zu haben, weil das ermöglicht eine sinnvolle politische Arbeit und ob es 4% oder 6% sind, ist dann natürlich, freuen wir uns mehr über die 6%, aber ist dann eigentlich wurscht. Was bedeutet für dich als junger Mann Politik und was möchtest du in der Politik verändern? Also ich glaube, Politik ist deswegen wichtig, weil sie in unser alltägliches Leben eingreift. Ich glaube, dass das Schlimmste, was es eigentlich gibt, ist, dass viele Menschen verdrossen sind, was die Politik betrifft, weil Politik umgibt uns. Politik ist das, was regelt, wie lange ich in einem Schanigarten stehen kann, ist das, was regelt, wie ich Geschäftsbeziehungen eingehen kann, ist das, was regelt, wie ich mit meinem Radl durch den Wald fahren kann, um ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, das Wichtigste für uns in der Steiermark ist, dass wir die Politik enkelfit gestalten. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu schauen, dass wir jetzt eine Struktur schaffen für die zukünftigen Generationen, dass wir es jetzt schaffen, diesen Schuldenrucksack abzubauen, dass wir es jetzt schaffen, die Steiermark zukunftsfit zu machen. Und wir haben das Problem, dass wir sehr viel Geld ausgeben in der Bildung, aber mittelmäßige Resultate haben. Und wir haben das große Problem, dass unsere Wirtschaftsstruktur eigentlich nicht für die nächsten 50 Jahre ausgerichtet ist. Weil du sagst, Politik ist der Ort, wo man sich das Leben ausmacht. Das ist ein Spruch von Matthias Strolz, der immer wieder gerne genutzt wird. Glaubst du nicht, dass Politik mittlerweile auch schon zu sehr in die Privatsphäre eingreift? Ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass du Rahmenbedingungen schaffst, wo Politik eben nicht in die Privatsphäre eingreifen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass Datenschutz, Menschenrechte, Meinungsfreiheit etc., dass das ein Ort ist, wo die Politik bewusst definiert, dass sie dort nicht sein möchte. Auf der anderen Seite ist und bleibt es Aufgabe der Politik, möglichst hohen Level der Freiheit den Menschen zu erzeugen. Und natürlich bedeutet eine Freiheit zu erschaffen immer auch einen Eingriff. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Bitte, bis zum 31. ist ja noch ein bisschen Zeit und bis dahin alles Gute. Danke.